meine Lieben, für unser Get Wasted Charity Projekt werde ich heute mal schauen, was für alte Elektrogeräte ich zu Hause habe und was sonst noch für Schrott in meiner Wohnung herumliegt, in der ich jetzt schon seit 5 Jahren wohne. Und dafür werde ich heute ganz, ganz tief hinabsteigen in mein Kellerabteil und schauen, ob ich diese Sackerl hier vorne habe. Es hat sich ganz schön viel Schrott, vor allem Elektroschrott, angesammelt in den letzten Jahren, in denen ich hier gewohnt habe. Ich habe jetzt mal alles hoch in meine Wohnung gebracht, werde das dann aussortieren, schauen, was noch funktioniert. Und die Dinge, die nicht mehr funktionieren, werde ich trotzdem versuchen, noch zu verkaufen. Ich habe ein bisschen gegoogelt und tatsächlich eine Webseite gefunden, die meinen Schrott haben möchte. Da kann ich Altmetall, Bestandteile von alten Elektrogeräten anscheinend verkaufen. Und ich werde da jetzt mal ein bisschen mich durchklicken und schauen, ob das tatsächlich funktioniert. Okay, also die Hoffnung, dass mein Schrott von zu Hause abgeholt wird, ist gestorben. Ich habe jetzt gegoogelt und eine Firma gefunden in der Nähe von Wien, die aber Elektroschrott ankauft. Allerdings muss ich das selber hinfahren und den Elektroschrott selber hinbringen und das werde ich morgen machen. Und den Schrott einladen und mal schauen, ob sich das überhaupt auszahlt morgen. Okay, also ich bin am Weg, um meinen Elektroschrott loszuwerden und fahre jetzt zu einer Sammelstelle. Und weil ich ein bisschen Angst hatte, dass es nicht genug sein wird, habe ich Freunde gebeten, mir zu helfen und habe noch etwas mehr Elektroschrott abgeholt. Okay, also der Elektroschrott ist abgegeben, das Auto ist leer, wie man sieht. Meine Wohnung ist leer, ich habe keinen Elektroschrott mehr zu Hause. Alle meine Freunde haben keinen Elektroschrott mehr zu Hause. Und ich habe 35 Euro gemacht. Ja, zahlt sich so für eine Privatperson vielleicht gar nicht aus, aber immerhin spenden wir das Geld für einen guten Zweck.